Ah, erster Erfolg. Pause machen? Nein. Weiter geht's. Trinken. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ah, der hat auch die Kräuter der Provence erfunden. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor. Lautstärke vom Spiel, okay? Oder lauter? Ja. Toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube Wunderbar. Es. Ist immer schwer einzuschätzen anhand des Pegels. Aber ich will es auch nicht zu laut machen. Und schon gar nicht zu leise. Gerade bei so Storyspielen ist es schon wichtig, dass man da mitkriegt, was sie erzählen. Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Und natürlich ist es auch viel angenehmer, wenn man da alles hört. Und bitte, sei vorsichtig. Und keiner dazwischen redet, so wie ich. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Na, dann gucken wir mal. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann alles. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Was da? Irgendwie interagieren? Nee. Aber hier, da ist ein Punkt. Oh, das riecht so gut. Hey, na komm, probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Menschenfleisch. Das ist der erste McDonald's. Schauen wir uns weiter um. Ja. Du wirst zu melden. Naja. Dann vielleicht. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Das frische. Frische Obdachlose. Gut abgehangen. Amicia, warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker. Hergehört! Hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen oh, cool. findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Rinderwahnsinn. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Genau. Nackt am Stück mit Federn. Wobei, ich habe gestern habe ich so eine Lebensmitteldoku gesehen. Da ging es um Essen to go halt. Also Street Food und McDonald's, Burger King, der ganze Kram. Die Nuggets von McDonald's, die haben gerade mal 42% Fleischanteil, ne? Unglaublich. Aber den ganzen Dreck esse ich eh nicht mehr. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Oh. Ja, kriegen wir aber keinen Fisch. Was zu. Okay. Nein. Wir haben Clown. Nein.
Nichts. Okay. Mal weiter gucken. Was gibt's hier? Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Okay, machen können wir hier jetzt nichts. Gehen wir mal da hoch. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Okay, hier ist der große Markt. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Bewundert diese Farben. Bewundert sie aus nächster Nähe. Prächtige Rot- und Gelbtöne. Töpfe. Schüsseln. Oh, da kann man interagieren. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Ein Säufer. Der wurde weiter unten zur Wurst verarbeitet. Sicher. Komm, ich will auch. Pelze und Felle. Na los! Dieses Mal. Ein Wurfspiel ist aber keins irgendwo, ne? Naja, das kommt vielleicht noch. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Bewundert diese Farben. Bewundert sie aus nächster Nähe. Oh, Ringelblumen. Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Ja, gehen wir mal schauen. Gehen wir mal da lang. Ah, Wurfspiel. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Sardinen direkt vom Boot. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Fusen werfen. Klar doch. So viele wie möglich. Ich bin auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Ja, ja. Mal. Das müsst ihr doch den ganzen Turm umwerfen. Haha! Ja! Hier. Ein bisschen höher. Du bist toll! Das war knapp. Das. Gehen wir mal da oben hin. Die Twin Towers hier. Nicht aufgeben. Ah, klappt doch super. So. Alle kriegen natürlich nicht, aber hier sieht's ganz gut aus. Gut getroffen. Natürlich. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Die beste Spielerin.
Okay. Ist nur ein Kodex. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich lese nämlich sowas nicht so gerne. Hat sich hier noch versteckt? Nichts. Ich. Ja, halt. Da wollten wir erstmal gucken. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwas. Lauten, nur die Besten. Ja, die Lauten sind die Besten. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Schuhe, Sandalen, Unterwäsche. Ideal für die Sonntagsmesse. Euer Spucker. Auch nicht neben dem Baum, dös Paddel. Gibt hier keine Brandschutzverordnung. Wow. Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Genau. Lukas könnte bestimmt auch Feuer spucken. Bestimmt. Er ist ja auch hautypisch. Die Sägen sind riesig. Sehen wir sie uns an. Lang zum Sonderpreis. Sind das Segen für Riesen? Riesen? Nein, du bist nur etwas klein. Bin ich nicht. Oh je. Hör auf zu lachen. Entschuldige, du hast recht. Das sind Riesensegen. Ha! Seht ist ihr? Gar nicht so linear wie das erste, ne? Klein, aber ziemlich frech. Und kann sich hier schon ein bisschen mehr bewegen. Hier geht's wieder runter, da wollen wir ja nicht hin. Der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Das seht zu. Und hier. Wasser. Wie schön. Ich will reinspringen. Vielleicht später. Und irgendwas. Einmal? Nee. Gut. Weiter jetzt. Oh, rennen kann man hier nicht. Wie üblich. Rüstung. Genau, wie die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Ist das jetzt relevant? Hey, Schmiddi. Hast du irgendwas? Naja, aber ich habe schon mal das Gefühl, wir lernen das hier alles kennen, weil dann irgendwas passiert und wir uns dann selbst bedienen müssen. Sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Kommen wir nicht hoch. Ich mag es hier. Ich auch. Da hinten. Da geht's weiter. Kann man die Treppen da hoch vielleicht? Noch irgendwas entdecken? Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher. Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß, Milf. So ist das nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Mhm. Kann man sich dann verstecken? Oh, da spielt jemand Musik.
Ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Das ist aber stark. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja. Whiplash. Sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. I'll be back. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Und ich will interagieren. Nein. Okay, wie gehen wir hoch. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Natürlich, natürlich, sicher, der Digga. Der Tag war ganz schön lang. Das ist es, glaube ich, ne? Mal erst mal, was die hier treiben. Nix. Okay. Hey ho, let's go. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja. Zu Hause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Ich. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas.
Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Lego! Lego, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten! Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Ein Albtraum? Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. God save the Queen. Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Oh. Gut, immerhin etwas. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir Musik ist geil. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Dramatisch. Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Am Brunnen. Okay. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Arena? Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Ach, hier, ne? Da unten, oder was? Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder lieber im Haus. Jo, eine Synchronsprecherin hat 2 Rollen gekriegt. Fällt gar nicht auf. Müssen wir mal gucken, ne? Der hier irgendwo wohnt. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich. Gut möglich. Genau. Inkognito. Ja, das sieht aber aus, als würde die aufgehen, ne? Nein.
Sie werden das. Das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da hoch? Nein. Da ist eine Tür. Ja. Ein Esel. Ziemlich sauberer, schicker Esel für einen armen Viertel. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Immer. Komm schon. Ach, ist schön, wenn man jetzt einen Stummknopf hat. Kann man sich räuspern und husten und niesen. Und niemanden stört's. Bonbons hier? Nein. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Die Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Macht Sinn. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben. Eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wo ist denn die Öffnung? Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Oder was? Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Da hoch? Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Ach hier. Man hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, ne? Ah, läuft. Oh. Sind das nicht die Engel von Doctor Who? Nicht blinzeln. Bitte nicht! Stimmt. Psst. Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mucks. Hm. Okay. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Hier. Nö, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja einen Stein werfen. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Ich kann auch hier lang gehen. Okay, also entweder gibt's... mehrere Wege. Ein Arzt. Nein, dieser Worte weiß, was sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter.
Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Wie sind sie halt immer als wir? Nicht eine Münze. Dann hör auf zu gucken. Da durch und da hinten hoch. Irgendwer findet ihn schon. Was macht ihr solchen Lärm? Schnell, 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 schnell. Vielleicht spinne ich auch. Hilft. Oh, ja, das stinkt. Oh, was zur Hölle? What the hell? Ah, ja. Bitte nicht. Tiefer runter. Nur noch ein Zug. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Stell dich nicht so an. Kann man das bewegen? Nee. Okay, dann. Kann man auf dem Schwein reiten? Wir müssen hier raus. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Oder zu? Okay. Ach, guck mal da oben. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Stein mit Schleuder. Da. Zack. Los, schieb. Schiebung. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Ist das zu dunkel? Oder kann man das noch erkennen? Jetzt muss ich die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Das Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich. Nö. Habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Ist niemand? Nee. Okay. Gehen wir mal ein bisschen töten. Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Nicht wenige. Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze da oben. Oh shit. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Wo können wir hier dann ablenken? Ah, kann man noch. Auch da hoch, ne? Kann das sein? Ah, der ist weg.
Dreh dich um. Sie haben Vodor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Finden sie ihn. Und dann ist Ygro verloren. Du hast recht. Ja, dreh dich wieder um. Genau, und los. Okay. Ist da jemand? Ich muss ihn ja nicht unbedingt töten, ne? Vielleicht komme ich auch so durch. Bogenschütze. Gegen die Soldaten des Grafen kommen wir noch an. Aber das? Nein. Gegen eine Pest sind wir machtlos. Tür. Ein Durchgang. Noch wieder was. Kann man wieder jemanden ablenken? Und da hinten ist eine Tür, wo wir durch müssen. Ah, und da ist zu. Okay. Ich frage mich, was Mutter dazu sagt. Sie kommt damit klar. Sie ist stark. Nicht stark genug, fürchte ich. Dreht ihr euch weg, ihr beide, oder muss ich danach helfen? Die Tür scheint zu gehen. Okay, der ist weg. Zwei Schüsseln Hammer. Das so, das sieht er mich. Das geht. Ist nicht weit genug. Ah, kitzelt. Gehen wir mal noch. Eben hier rüber und schmeißen hier. Sobald er wieder wegguckt. Sie verschwenden unsere Zeit. Bleib ruhig. Wir machen Fortschritte. Ich habe was gehört. Los. Nichts zu sehen. Schneller. Boah, jetzt haben sie uns gesehen. Geschafft. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Hast du ziemlich unauffällig gelebt. Tja, lieber leben lassen und selbst nicht sterben. Mhm. Okay, man entwickelt sich gemäß dem Spielstil. Das finde ich ja schon mal cool. Das ist der Codex. Okay. Riechst du das?
Leichen. Schon wieder entfernen lassen. Hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. So. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Liegt dir was? Nein. Okay. Junge, geh doch aus dem Weg. Kurz gucken. Ich würde noch so eine Schüssel gebrauchen, zum Werfen. Da lebt noch jemand. Oh, schnell töten. Madame. Oh. Madame. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Who the fuck is Alice? Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind? Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Ich kann wieder schneller laufen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Bitte sag mir, dass es hier ist. Eine Schüssel für mich. Oh Gott! Juhu! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja! Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen! Es ist der Orden! Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin! Das sieht cool aus, die Stadt. Schön gemacht. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Was machst du denn? Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Nö, ich mach Urlaub. Lecker. Guck mal. Und die Ratten. Was ist das? Sie sind hier. Nicht die Fackel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Ich habe gelesen, dass sie ganz stolz drauf sind, dass die 300.000 Ratten auf einmal anzeigen lassen können. Jupp.
schneller rennen kann ich nicht. Okay. Let's do it. Gehen wir einfach hin. Hätte man da jetzt nicht... Na, ist egal. Ist ja nur eine Cutscene. Und die überspringen? Ja. So, lauf. Junge. Leicht übertrieben. Wir haben Licht. Noch sind wir nur sicher. Leicht. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Bleib nah bei mir. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ja, Logo. Guck mal. Ich wusste es. Hab wir ein Feuer machen. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Ja, müssen wir mal einen Ausweg finden. Und dadurch Glut, da könnte ich was anzünden. War hier nicht auch was? Nein. Okay. Oh Mann, ja, ein Feuerchen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Ja. Sehe ich genauso. Mal. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, ja bitte, das lass die fällt nicht dir fallen. Früh ein, Lukas. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Da ist noch eine neue. Ja, ja, ja. Drecksviecher. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Ja, da hinten ist die Feuerstelle. Da müssen wir schnell hin. Okay. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Ah, ah, hier sind noch weitere Stücke. Mal kurz. Ah ja, da hinten. Okay, weiter geht's. Hier ist nicht, ne. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gute Nacht, Andy. Dankeschön. Ich werde noch ein bisschen machen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Ja, danke, dass du da warst, ne? Und bis zum nächsten Mal. Das Feuerbecken da oben. Ja, das geht bestimmt. Ah, ja. Ja, ich habe noch nichts zu tun morgen. Viel Spaß. Guck mal, da kann ich hier. Kann ich dann da hoch? Hoffentlich. Wir testen das mal. Nein, mit Fackel kann ich da nicht hoch. Schnell wieder zurück. Wieso kann ich da nicht hochwerfen? So, ich brauche die Schleuder. Erstmal einen schleudern. Das Objekt werfen, das du gerade trägst. Ah, ist auch neu. Ja, sehr gut.
Schleuder weggeworfen, genau. Ups. Wir sind verloren. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme Haufen schnell. Ratten, ne? Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Red Boy. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Wirklich? Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Ja, das ist wahr. Ratte am Spieß geht immer. Ja, Lukas, Mensch. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Klar. Bis Paddel. Ja, ja, ich komme schon. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Da sind sie wieder, die Ratten. Aber echt, oder? Er sollte mal in Reha gehen, der Junge. Mal wieder die positiven Seiten des Lebens kennenlernen. Warum sind hier Stöcke? Ich kann da rüberwerfen. Ja, genau. Oh, da hätte ich auch so Bock drauf, ne? Oh. Das könnte ich so gebrauchen. Erledigt! Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Glaube ich dir, Andy. Das glaube ich dir gern. Was? Das ist eine geile Zeit. Stimmt. Machst du Homeoffice vom Wohnzimmer? In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Keine Panik auf der Titanic. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudans Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ja, die Muskelrelaxation, das hat mir auch nicht gefallen. Da bin ich heraus. Nach zweimal oder so. Habe ich ja Krämpfe gekriegt, wie blöd, ne? Vom Liegen. Aber genauso die Musiktherapie. Also sowas... Habe ich was ganz anderes erwartet. Aber der Rest war klasse. Absolut. Oh nein. Schon wieder runter? Oh ja. Sei froh. Machst du Witze? Das war wirklich. Da hat was im Raum gesessen. Jeder hat sich irgendein Instrument ausgesucht. Es geht ihm gut. Trommeln, also so klangschalenmäßig und alles Mögliche. Und ging es nicht drum, dann irgendwie eine Melodie zu spielen oder ein Lied zu spielen, sondern einfach nur ausdrücken, was man gerade fühlt. Und dann habe ich dann auch zu der Frau da gesagt, sorry, ich bin Musiker, ich werde wahnsinnig, wenn die Leute nicht Musik machen, sondern einfach nur irgendwas rumklimpern. Echt, ich bin da bald durchgedreht. Musste ich weg. Ja, Triangel war auch dabei. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem. Da kannst du nicht viel falsch machen. Die Leichen an. Aber die anderen Instrumente, das war. Vorsicht. Nicht einer von denen hat irgendeine Note getroffen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, wie man sich gerade fühlt. Und viele, wo ich mich da unterhalten habe, waren da mega begeistert davon. Ich kann das nicht. Was ist als das? Musiker. Schienen in der Wand. Ding, ding, ding. Ein Aufzug. Genau, das könnte ein Weg hinaus sein. Spalt rein. Genau. Auch die Dame, wo das geleitet hat, die war schon nicht schlecht. Aber weiß ja. Lukas.
Hatte ich, glaube ich, mehrfach erzählt. Was ist das denn? Ich habe darüber war schon gelesen. Gut. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Unbelievable. Ach, hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Oh, ein Feuer da oben. Oder Glut. Da ist zu. Müssen wir aber anscheinend. Oh. Du hattest dich verschaut. Mir gerade mal überlegen. War das nicht auch die Rothaarige da, ne? Eine Schmiede. Die, wo auch. Ich glaube, das war die, wo auch die Musiktherapie gemacht hat. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Oh nein, hörst du was? Oh nein, bitte nicht. Gut. Oh ja. Ratten. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Okay, ich weiß Bescheid. Ja. Ja. So war das leider. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen. Danke, Lukas. Ja, da hätte man sich schon austoben können unter anderen Umständen, ne? Ja, ne? Säufer. Ach so, du weißt ja gar nicht die Neuigkeiten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich da jobtechnisch bald was tut. Schreibe ich dir aber in WhatsApp morgen oder so. Tut sich was. Klasse, das hilft. Mhm, auf jeden Fall. Gut, das wird nicht genügen. Fleisch irgendwo. Nein. Genau. Lukas reinschmeißen, schon ist Platz. Vor allem, wenn es so ein Säufer ist, da werden die sicher besoffen werden, die Ratten. Dann kann eh nichts passieren. Hier, das werden ja. Sie mögen. Ekelhaft. Erdbeerkäse. Als ob sie seit Millionen Jahren nichts gegessen hätten. Genau. Genau, ich will eine Tür mitbauen. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm ja. Zurück. Das ist wirklich ein Alki. Komm, gib mir eine. Ich will probieren. Na, guck mal, komm ich auch hier direkt hoch. Stimmt. Hey, was war voll cool. Oder, Silvester? Nichts mit allem, genau. Alles klar. Nee, ich fand das. Zweites Element.
Dann stellen wir Ignifer. Schönes Silvester. Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Essen? Essen? Ach so, ja, sicher, sicher. Genau, bei dem Weihnachtsessen war ich ja nicht dabei. Was ja auch schon der Hammer gewesen sein muss. Aber Silvester, das war... Da haben sie aufgetischt, mein lieber Mann. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel, da ist ein Aufzug. Ich war ja 2 Tage zu Hause oder so, ne? Oder 3? Ich weiß gar nicht mehr, da über Weihnachten. Natürlich, er bleibt nicht eher selten so einen Spaß gehabt. Ja, da habe ich gutes Essen verpasst an Weihnachten, ne? Habe dann die Bilder gesehen. Da haben sie euch verwöhnt. Jetzt? Hallo? Was willst du denn? Ach so. Lukas, das übernimmst du. Ah, natürlich. Kann man ihn schicken. Muss du wann in der Lampe. Ich in dem Haus, wo wir zu der Zeit gewohnt haben, hatte ich so einen Deckenfluter. Und da war auch eine Spinne drin. Eine Riesenspinne. Die habe ich aber erst viel später entdeckt. Die war auch völlig gegrillt. Die hätte ich direkt essen können. Achso, nicht hier runter. Ja, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Frodo. Was los, Digga? Auf dein Zeichen. Jetzt? Lass es bleiben. Klar doch. Lass es bleiben. Ja. So. Lukas Beutlin. Genau. Los, schneller. Mal schön das Lembas-Brot in der Tasche. Nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden. Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Genau, erstmal ein Trinken. Zum Beruhigen. Gut. Und? Was gefunden? Ja, mach doch keinen Stress. Erstmal aufmachen. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Jetzt können wir grob machen. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Das ist nicht Käsefondue. Halte RB gedrückt. Mach ich. Rüber. Herstellen. Komm, volle Pulle. Kann man immer gebrauchen. Lass mal die Zähne. Wähle die Schleuder aus. Okay, hab ich. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Die Feuerbecken? Ich sehe nur eins. Wow. Ein Genie, dieser Lukas. Unglaublich. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Wo hast du denn noch mehr Kurbeln gesehen, Digga? Ah, guck mal hier. Boah, ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie.
den Shampoos. Oder oben. Ja, erstmal brauchen wir hier Stein. Was ist mit eben 15? Was 50? Was willst du droppen? Was wie was? Hast du Lust, mal eben 5 Zahlen aus 50 und 2 Zahlen aus 12 zu droppen? Achso, du meinst für Lotto? Ich habe einmal, oder das erste Mal, wo ich Lotto gespielt habe, habe ich einen Fünfer gehabt. Ohne Zusatzzahl. So, was nehmen wir denn da? Nehmen wir die 7. Die 10. Zwölf. 17. Achtunddreißig. Und Zusatzzahl. Vier und acht. Weh, du gewinnst jetzt. Ja, gerne, gerne. Ansonsten wird ein Gaming-PC wird mir auch schon reichen. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Was, die Tontöpfe da hinten? Achso, ne, hier. What? Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Oh, okay. Lauf! Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Ja, mit dem Töpfchen ist so einiges möglich. Ja, was gebe ich dir noch? Schon wieder was zu saufen. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Okay. Er macht's von alleine. Hoffentlich! Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht? Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Nee, 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 nicht den Kopf. Ja, normal. Schauen wir mal, kommen. Hier sind wir da angestellt. Oh! Das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Käfige. Sie hatten sind noch zwar nicht die 3000 Euro, wo da vorgeschlagen wurden, aber 1000 ist doch top. Und willst du mehr? Ich gebe mein Bestes. Das ist doch was. Oh, kann ich da hin? Wohl da keine Ratten sind. Nein. Zieh. Und zurück. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, hab's noch geschafft. Scheiße.
mache sonst auch immer nur, wenn ich mich. Ja, dass die Option gibt es bei dem potenziellen Arbeitgeber auch. Jobbike oder so oder irgendwie sowas. Aber es wäre zu weit. Das würde nichts bringen. Aber da gibt es andere Möglichkeiten. Also ich bin gespannt. Ich schreibe dir das morgen mal und schick dir Sachen, was da geht. Das ist wirklich interessant. 4.000 Euro. Ach so, zum Behalten, meinst du? Oder weil, so wie ich das verstanden habe, bei dem anderen ist das ja, nicht leasen, sondern eher mieten. Na, also die übernehmen dann die Miete, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst. Aber leasen ist dann halt natürlich was anderes, ne? Ja gut, das ist ja top. Das ist ja absolut top. Ich denke, das wird so ähnlich sein dann. Ne, wie bei dem. Hab das nur gelesen auf der Homepage, also gesprochen habe ich noch nicht mit denen. Was aber vermutlich bald passieren könnte. Ja, genau, geh ins Bett, dass du fit bis morgen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Jo, bis dann. Oh, ich hab doch einen Mute-Knopf. So. Ausgeräuspert. Muss ich bewegen. So. Ich bin ganz normal ein Stein. Ah ja, hier. So. Geht's auch? Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Moment. Ich warte auf dein Zeichen. Erstmal looten. Aber eine Buddel rum. Da ist hier auch noch einer. Yeah. Ne, der Schlüssel war das nur. Okay. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mir an den Kopf fassen. Endlich! Amazing Discoveries. Los! Hast du das gehört? Oh. Sein, ja, ja, ja. Ja, 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 ich renn, ich renn. Schnell! Boah. Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Wendy. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, das wäre der Hammer, wenn sie in die falsche Richtung gelaufen sind. Ja, der Turm. Hm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Recht schön. Vor dem Biss? Ja.
Lass mal gucken, ob wir da was looten können. Hier geht's weiter. Hey, ja, nur mit. Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Oh, wirklich, die 30 Frames, ne? Ins Haar. Oh, da wird einem ganz schwummrig. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Jetzt mal hier gucken, was hier gibt. Nichts. Absolut. Ich habe gesehen, da ist jetzt schon ein Patch drauf. Aber anstatt einen Performance-Mode reinzumachen, haben sie wieder irgendwelche Bugfixes gemacht. Verstehe das nicht. Ich meine, die ganze Spielerwelt hat sich schon aufgeregt, als bei, also 2013, Xbox One, PS4, als da schon so gut wie kaum 60 FPS benutzt wurden. Wieso macht man das 9 Jahre später immer noch? Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereitet. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Ich hatte noch nicht mal 30. Ich hab keinen FPS-Counter angehabt, aber vom Auge her, da war noch nicht mal 30. Vielleicht 26 oder so. Sowas in dem Dreh. Das packt er nicht. Du hast gerade Andy verpasst, ne? Toffel. Gerade ist er ins Bett. Cold War? Was ist Cold War? Ist das auch ein Call of Duty oder was? Der guten, okay. Er muss da drin sein. Ich habe überlegt gestern schon, welches das letzte Call of Duty war, was ich gespielt habe, aber ich kann es nicht sagen. Ich meine, es war Ghost, ne, das erste für die One damals mit dem Hund dabei. Ich meine, es war das, aber auch nicht wirklich gespielt, halt reingeguckt und dann Pile of Shame. Ja, aber davor, also bis Ghost, alle. Menschen starben hier. Und so ordentlich. Eingesperrt. Hat der Bissi wohl alle erwischt. Halt noch PC-Zeit, ne? Verdammt. PC-Zeit hat es richtig Spaß gemacht. Jedes einzelne Call of Duty. Und auch Battlefield war damals noch gut. Jetzt was? Ich glaube schon. Du meinst Modern Warfare oder was? Nein. Ja, eben. Multiplayer, nö. Ich meine, auf dem PC könnte ich es versuchen. Weil dann würde ich es auch hinkriegen. Aber Konsole. Sie bauten Pflanzen an. Nee. Sie haben alles von Grund auf gebaut. Und dann wurde es ihnen in wenigen Tagen genommen. Das alte Lied. Hast du gehört? Keine. Er ist wirklich im Turm. Keine Ego-Shooter auf der Konsole. Letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, nur Singleplayer halten. Rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los. Oh, nice.
irgendwo habe ich noch ein Video. 2002 oder so. Da habe ich, zu der Zeit habe ich ja Quake 2 gespielt, wie blöd, ne? Und da habe ich ein Video, wo ich, einer bestimmten Map, kennt sich da halt nicht aus, ne, mit Quake 2. Das war die Q2 DM1. Da habe ich vielleicht in 5 Minuten 99 Frags gemacht, also 99 Kills. Und bin nicht einmal gestorben. Das war so geil. So geil. Ja, und das hatte ich zufällig aufgenommen. Das war eine Trainingssession. Und ich habe noch die ganzen Sachen von damals, auch die Skins und die... Oh, da war einer. Weiter. Ykos Leben steht auf dem Spiel. Kann ich doch töten, ne? Schlagen. Ja, und dann habe ich letztens Quake 2 runtergeladen. Ist ja im Game Pass. Habe es auf dem PC runtergeladen und wollte dann die ganzen alten Skins drauf machen und Sounds und den ganzen Gedöns. Halt alles, was wir da im Clan halt verändert haben. Aber das geht nicht, weil da dieser neue Launcher ist. Nee, ach Gott, gebe ich kein Geld aus. Geschenk nehme ich's, aber... Nee. Weil das wäre dann nur eine Versuchsreihe, sage ich mal. Und dann bräuchte ich auch einen gescheiten PC. Und mit dem da, naja. Das kannst du vergessen. Komm nicht ans Fenster. Mach dich platt. Aber ich habe Andy gerade Lottozahlen durchgegeben. Und wenn er gewinnt mit den Zahlen, also großer Gewinn, dann teilt er mit mir. Ich habe gesagt, ansonsten wird mir auch ein Gaming-PC reichen. Schauen wir mal. Da geht's dann dahin, da geht's dann hoch. Jo, ist doch. Tipptopp. Gehen wir doch hoch. Irgendwo Stücke rum. Ah, da draußen vor der Tür, ne? Da komme ich aber nicht mehr rüber. Da komme ich da nicht mehr rüber. Okay, ich kann da lang. Guck die auch schon weg? Nein. Wenn du dich drehst. Absolut. Boah, das ist... Ah, ich habe ja vorhin schon eine Idee gehabt. Und zwar... Bewegungsunschärfe ausschalten. Oh, nee. Ach Gott. Da fängst du an zu kotzen. Meine Güte. Die brauchst du. Ja, ist leider sanfter.
Müll. Seine Verschwendung. Was kommt dann? Ja. Ich hätte auch schon wieder Bock auf Pause, weil das fühlt sich an, als würden die Augen verkrusten. Weißt du, was ich meine? So. Oh, das ist schlimm. Geht's da hinten weiter? Die Tür. Die ist bestimmt falsch. Ach so, das ist der Anfang. Okay, dann gehen wir mal da die Treppen hoch. Irgendwas einzusammeln war nicht, ne? Nee. Ich gehe stark davon aus. Habe ich erzählt, dass Gotham Knights hat getwittert: Entschuldigung, wir arbeiten an einem Performance-Mode. Ich glaube, das sollte sogar schon Ende dieser Woche rauskommen oder so. Also da werden die auch. Das dauert alles. Ja, obwohl. Pass auf, sonst sind wir. Am Einser haben die auch keinen gemacht, ne? Wenn ich mich recht entsinne, um dieses filmische Erlebnis darzustellen. Ja, ja, Gotham Knight kommt einer. Die haben jetzt direkt für den PC haben die eine Leistungssteigerung rausgebracht und für die Konsolen, ich meine Ende dieser Woche soll das kommen. Oh, das wäre geil. Das im 999, das wäre mega geil. Da würde ich einiges für hergeben, wahrscheinlich. Hab ich voll Bock drauf. Das ist eigentlich der falsche Weg hier. Und da kann ich runterjumpen. Da kann ich runterlaufen. Da habe ich einen Stock. Okay. Ach, diese blöde Steinschleuder immer. Durchlaufen. Ich guck mal, ob ich die anderen auch noch hier anfeuern kann. Okay. Nee. Bück dich. Geht nicht, ne? Fang mich doch. Was?
los geht's. Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Verstärkung. Stellung halten! Gegen verdammte Ratten! Stellung halten, basta! Schieb keine Panik! Schluss aus, Pasta. Dann ist alles gut. Weiter. Jetzt finde ich euch sicher. Bleib in Sicherheit. Sieh mal an. Oh nein! Da seid ihr auch nicht sicher! Na, beweg dich. Okay, ich hab noch. Wir wurden entdeckt! Oh, lau! Ah, verdammt, verdammt! Genau, werde ich machen kaputt! Stechen ab, die Sau! Stechen, stechen, stechen. Dann halt nicht. Ja, ist doch kacke. Oh nee. Lukas. Lukas ist unsichtbar. Egal. Ist weg. Bräuchten wir da oben nochmal einen Stock. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ja, und los. Halt doch, ich hab doch hier Fire. Noch weiter. Hast du nicht. Komm. Ui, ui, ui. Komm, abstechen. Das ist er. Hopp, 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 da kommt doch jemand. Ja. So wird das nix. Oh, ich kaputt. So. Weiter, 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 weiter. Hier gehen sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Oh. Halt hier. So. Nein, nein, nein. Ja. Finde ich gar nicht so schlimm. Sag ich mal so. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Ja, Junge. Nicht hierher.
Nicht hierher. Keine Sorge, ich finde euch. Muss ich irgendwie platt machen. Oh ja, die ist geil, die Rittersport. Die ist echt gut. Ich habe mir so einen Geramont-Käse geholt. Und Süßkram habe ich gar nicht im Haus. Ist nicht so meins. Vielleicht so 3-4 Mal im Jahr, wo ich dann mal eine Tafel Schokolade mitnehme. Wo ist der? Wo ist er? Okay. Ich denke mal, das war der. Ja, genau. Ganz normale Geramont. Lecker. Esse ich gern. Und ich bin ja laktoseintolerant. Und das ist tatsächlich der einzigste Weichkäse, der laktosefrei ist. Gibt es da den Geramont Le Snack? Der ist auch geil. Aber das ist ein kompletter. Oh. So und so. Hä? Nicht doof? Wie war das? Ah. Topf. So. Ne, super. So zum Naschen. Die Geramont Le Snack, die sind geil. Das sind gerade so kleine Stücke, so mundgerecht. Und das ist halt hier so ein ganzer. So ein Stück habe ich noch. Sau lecker. Ich mag das so bei Buffets zum Beispiel. So ein Stück Käse und eine Traube dazu. Oder ein bisschen Preiselbeeren drauf. Das ist was Feines. Alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Oh, super lecker. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne.
Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Was? Was für Glocken? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ach da. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel ist die Glocken in Bewegung. Guten. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. So, okay. Z. Auch schon, Ramon. Jupiter, passt. Was jetzt? Er schmeckt so gut. Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen wickeln. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Schon leer. Ein kleines Stück habe ich noch. Und lecker, oder? Einfach so. Ich bin Amicia die Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der und leer. Ich war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Schmeckt bestimmt gut. Garantiert. Moment, ich bin... Und du? Ich mag sowas auch, so Käse und Tomate. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Ja, aber cooles Spiel. Gefällt mir. Wo ist der? Ich find's besser wie es 1er bisher. Bisher halt. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehen. Hallo. Ich brauche Ruhe. Mutter. Überlass das mir. Bisher schon, ja. Ich mach das halt gern. Das Rumsneaken. Auch so Sniper Elite und so. Ich mach das gern.